Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Leichter Leben, Zeit für mich. Und die Gäste sind schon in Plauderlaune. Es ist absolut sensationell. Es wird hier fließen gleich. Wir werden wahnsinnig viel Freude haben. Philipp Vollmer ist bei uns. Und Hallo. Ich kann Ihnen noch nicht mal sagen, liebe Zuschauer, von wo er zu uns gekommen ist. Denn dieser Mann hat keinen festen Wohnsitz. Wir klären gleich auf, warum er keinen festen Wohnsitz hat und was er uns überhaupt erzählt. Denn er ist Copywriter. Was auch immer das ist, auch das werden Sie heute im Laufe der Sendung erfahren. Und bei uns ist Anja Dittmann, ein neues Astro-TV-Gesicht, Lebensberaterin bei unserem Partner Questico. Und wir freuen uns sehr, Sie Ihnen heute vorstellen zu dürfen. Und bin sehr gespannt, was uns Anja zu erzählen hat aus ihrem Leben. Und Karin Gröber ist bei uns. Sie hat natürlich wieder jede Menge Geschichten und auch Videos mitgebracht von ihrem letzten Maledivenurlaub. Und jetzt sagen wir, ja, warum sollen wir uns jetzt hier Urlaubsvideos von der Karin angucken? Ja, weil Karin also keinen klassischen Urlaub gemacht hat, sondern einen, wo sie sich ja ihren Ängsten gestellt hat. Wahnsinn. Wir werden dich mit Haien tauchen sehen. Möglicherweise. Schnorcheln. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mir die Videos extra noch nicht angeguckt, weil ich mir diesen Thrill erhalten wollte. Ja. Thriller. Möglicherweise kommen dann auch meine Ängste hoch. Sehr gespannt. Also wir freuen uns sehr, eine sehr, sehr bunte Sendung mit tollen Gästen. Philipp Vollmer. Hallo. Von wo bist du jetzt nach Berlin gekommen? Ich bin tatsächlich jetzt extra, um heute bei euch sein zu können, bin ich aus Barcelona eingeflogen. Und freue mich wahnsinnig hier zu sein tatsächlich. Und vor Barcelona warst du, also du warst gar nicht so wahnsinnig lange in Barcelona, nur ein paar Tage glaube ich. Nee, ich war jetzt 2 Wochen in Barcelona, ja. Davor war ich in Faro in Portugal. Und davor? In London. Ja. Und davor in Berlin. Ja. Und das alles innerhalb von, ich glaube, einem Monat oder so? Eineinhalb. Ja. Sowas. Und so sieht dein Leben prinzipiell aus. Also du bist ein Globetrotter. Du hast keinen festen Wohnsitz. Es gibt keine Wohnung, in die du auch nur so ein kleines Einzimmer-Apartment, in das du immer mal wieder zurückkehrst? Gar nicht. Aktuell nicht. Also es ist definitiv in den nächsten Jahren wieder geplant. Ja. Momentan genieße ich aber so dieses Rumreisen und Freisein extrem. Und ja, für den Rest des Jahres wird es auf jeden Fall noch so bleiben. Denn du bist ein Copywriter. Was genau macht ein Copywriter? Also wir können schon mal sagen, das ist ein Job, den man eben online ausführen kann. Deswegen kannst du in der ganzen Welt einfach unterwegs sein, weil du brauchst im Prinzip nur einen Laptop. Ganz und genau. Internet irgendwie. Mhm. Also ich brauche Laptop, Internet und irgendwelche Leute, die mit mir zusammenarbeiten, im Zweifel. Und ich sage immer so, meistens, wenn jemand ein Angebot hat, dann gibt es immer 3 Gründe, warum Menschen das nicht kaufen. So der erste ist, die haben einfach überhaupt keine Verwendung für. Der zweite ist, die können sich das überhaupt nicht leisten. Und der dritte ist, man glaubt denen nicht so wirklich, dass das Angebot wirklich so toll ist, wie die behaupten. Ja. Und dann holen die mich. Und ich schreibe dann quasi einen Verkaufstext und ein Konzept dafür, dass die Leute davon überzeugt werden, dass das Produkt oder das Angebot wirklich so geil ist, wie die behaupten. Ja, und dass das Produkt, sag mal, auch die Zielgruppe findet. Richtig. Und eben nicht so ins das Produkt so ins Blaue hinaus gesendet Total. Wird. Und die es dann sehen, sind eigentlich gar nicht die Zielgruppe. Also auch da geht es ja darum, die richtige Zielgruppenansprache auch zu finden. Absolut. Also du hast es ja gerade so im Online-Marketing, dass du jetzt immer sehr genau die ganzen einzelnen Leute anpeilen kannst. Ja. Und ja, Leute wie ich geben dem Ganzen dann halt die richtige Stimme und die richtige Sprache, dass der Kunde, / der Adressant sich dann wirklich angesprochen fühlt und sich denkt so, ach ja, wow, der meint genau mich. Ja, brauche ich. Wann bist du auf die Idee gekommen, Mensch, ich könnte Copywriter sein, ich habe da ein Talent für? Das ist tatsächlich ganz lustig, weil ich habe so einen wahnsinnig zerschossenen Lebenslauf und ich wusste Zeit meines Lebens gar nicht, was ich machen soll. Ja, wobei, also das finde ich ganz, ganz, fast schon niedlich, du bist 27, wir haben es gerade kurz vor der Sendung geklärt, ja. Wenn man dann sagt, ja, mein ganzes Leben lang, also du bist noch ein junger Kerl, aber... Das stimmt, trotzdem, ich hatte immer das Gefühl, viele wissen schon im Kindesalter, wo so die Reise hingeht und bei mir ging die dann erstmal so auch wieder in die große, weite Welt, weil ich da mir dachte so, wenn ich mich schon nicht entscheiden muss, dann habe ich es wenigstens Und tatsächlich, also ich wusste irgendwie Online-Marketing, so das hatte ich schon immer so das Gefühl. Und ich wusste, schreiben kann ich extrem gut. Ja. Und tatsächlich, ich war dann letzten Endes in Vietnam irgendwann, in einem Kloster und habe eine Vipassana-Meditation gemacht. Und da kam dann so, ja, die ganze Meditation geht 10 Tage und so am 8. Tag in etwa kam dann so die Idee, so ja, irgendwie... Werbetext online, da könntest du mal schauen, was man da so machen kann. Und da kam eigentlich so wirklich die Idee dann letzten Endes auf. Ja, weil so eine Vipassana-Meditation, du hast schon gesagt, dauert so 10 Tage ungefähr. Mhm. Und es ist wirklich eine Meditationsform eben in absoluter Stille. Also man
darf sich auch nicht bewegen. Also man sitzt wirklich in absoluter Ruheposition und ja, denkt möglicherweise oder soll auch nicht unbedingt irgendwie was denken. Und klar, Gedanken kommen hoch und dann soll man die aber wieder wegwischen und so. Aber trotzdem, man darf natürlich auch mal ein bisschen über sein Leben nachdenken, wenn schon Stille herrscht, oder? Um einen herum und ein Stück weit in einem. Und da ist für dich das tatsächlich diese Idee entstanden, okay, das ist der Weg, den ich gehen darf. Also ich glaube, letzten Endes wusste ich schon immer genau, was ich will und ich wusste auch immer schon, was ich so einigermaßen kann. Und ich glaube, bei dieser Vipassana-Geschichte war dann einfach so alles Grundrauschen, was wir so die ganze Zeit in der Welt erleben, das war mal weg von mir und dann habe ich so wirklich mal wieder zu dem gefunden, was ich denn tatsächlich, was so mein Weg ist. Das ist letzten Endes, denke ich, die Magie dahinter. Es war dann halt mal Klarheit da. Du hast den klaren Richtig. Weg erkannt. Bis den dann, wie lange ist das her? Wann warst du in diesem Kloster? Zweieinhalb Jahre, so zwei Jahre. Ja. Und seitdem gehst du diesen Weg. Also hast du dann auch tatsächlich direkt angefangen nach dieser Vipassana-Meditation und gesagt, so, und das mache ich ab sofort. Es ist ganz witzig, weil ich habe dann geschaut im Internet, wie ich da irgendwie Fuß fassen kann. Und es gab eine Online-Marketing-Agentur, bei der ich damals, also die hatte ich schon auf dem Schirm, weil die relativ groß und aufstrebend waren. Und die hatten genau für dieses Feld einen Praktikanten gesucht. Ja. Und da hatte ich mich dann angemeldet, die haben mich auch sofort genommen, meinten, ja, super, komm mal vorbei. Und tatsächlich, das hat dann letzten Endes, das Praktikum war auf 3 Monate angesetzt und ich bin dann wirklich so senkrecht nach oben gegangen, war dann nach knapp 5 Monaten war ich stellvertretender Abteilungsleiter. Wow. Und habe dann gemerkt, so okay, ich habe tatsächlich was gefunden, was ich richtig gut kann und was mir auch noch richtig Spaß macht. Ja. Und ja, seitdem dieser Aufwärtsflug hat noch nicht abgenommen. Sehr schön. Großartig. Und jetzt aber eben nicht mehr bei dieser Agentur, sondern eben als Freelancer unterwegs. Arbeitest du aber trotzdem noch mit dieser Agentur zusammen? Also buchen die dich dann oder geht das nicht mehr über so eine Agentur, weil die ihr so ganz eigenes haben? Die machen so ihr eigenes Ding. Wir stehen nach wie vor super in einem freundschaftlichen Verhältnis. Ja. Zusammenarbeiten tun wir gerade nicht, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ja, genau. Also, Kontakte sind ja da. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Ne? Kontakte für einen Freelancer, der braucht ein gutes Netzwerk. Absolut. Ist das eine ja, wenn du für deine Kunden findest durch deine Texte, aber du musst ja selber auch Kunden finden. Wie machst du das? Schreibst du dann auch Texte für dich, um eben Kunden zu gewinnen? Und wo sendest du die dann raus? Das ist jetzt wieder das ganz Ironische an meinem Job, weil eigentlich, ich mache ja viel Werbeanzeigen. Ja. Ich habe für mich selber noch keinen einzigen Cent in Werbung investiert, weil ich gehe halt immer auf irgendwelche Veranstaltungen oder treffe sonst einfach Leute, erzähle denen, was ich mache und meistens, das ist dann auch wieder so Law of Attraction wahrscheinlich, ich treffe immer genau die was brauchen und das ist bisher nur Empfehlung und das läuft so gut, dass ich bisher auch nicht wirklich plane, Werbung zu schalten. Schauen wir mal, wie es sich weiterentwickelt, mal gucken. Ja, aber das ist ja auch eben genau das, was du sagst, wenn du eben in dieser Meditation auch für dich diesen Weg erkannt hast, sofort in die Tat umgesetzt hast, sofort dieses Praktikum bekommen, sofort dort auch gut funktioniert, das hat alles wunderbar gepasst. Also der Weg passt einfach und dann sendest du das alles so aus und mit jedem Erfolg, den du dann hast, steigt das Selbstbewusstsein, okay, das ist genau der Weg und so potenziert sich das immer mehr. Sensationell, also wir haben einiges noch vor in diesem Gespräch, also wir werden noch über einiges sprechen, nämlich über die Inhalte, was du dann auch tatsächlich machst und wie man erfolgreich in diesem Business ist, also nicht nur in deinem Business, sondern wie man auch erfolgreich seine Sachen verkauft. Das werden wir gleich noch klären. Jetzt haben wir für Sie etwas, was Sie nicht kaufen müssen, sondern gewinnen können, liebe Zuschauer, nämlich diese wunderbare CD, eine schamanische Reise von Thorsten Gabriel. Er hat mir noch gesagt, kurz vor der Sendung, druckfrisch. Das ist also die neueste schamanische Reise, die er aufgenommen hat, nämlich Schlafgut. Erreiche alles mit Leichtigkeit. Und am Samstag, falls Sie nicht gewinnen sollten, am Samstag und am Sonntag von 11 bis 13 Uhr ist Thorsten dann auch unter anderem mit dieser CD hier bei Astro TV wieder im Shop zu sehen. Und wenn Sie jetzt gewinnen möchten, diese CD, dann beantworten Sie uns bitte folgende Frage, natürlich wieder sensationell schwer zu lösen. Wir verlosen heute eine CD von A, Thorsten Gabriel oder B, Katja Epstein. Theater, Theater, da, da. Damit war sie im Grand Prix, glaube ich, ne? Ja.
Zweite geworden damals noch. Meine Güte, waren das Zeiten. Wenn Sie diese CD gewinnen möchten, rufen Sie bitte an, beantworten die Frage unter der 01379881404 und aus Österreich und der Schweiz unter der 09010501901. 18 Jahre alt müssen Sie sein, wenn Sie bei uns teilnehmen möchten. 50 Cent kostet der Anruf aus dem Festnetz, aus dem Mobilfunknetz. Das wissen Sie, kann es immer etwas teurer sein. Bis 15 Uhr sind die Leitungen für Sie geschaltet und die Teilnahmebedingungen finden Sie wie immer auf astrotv.de. Karin, du bist so klein. Und jetzt stehe ich auf und ich muss gerade feststellen, als hätten wir uns hier abgesprochen. Schau, beide in Orange. Sensationell. Die Lebensfreude hier. Die. Aber bei dir ist es so ein Aprikot. Lachs. 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 Ja, siehst du, das sind die Feinheiten. Aber das kann natürlich nur Lachs. Lachs kann natürlich auch nur jemand anziehen, der mit Haien geschwommen ist. Da hast du recht. Ja, genau. Du warst in den Malediven, auf den Malediven. Ich glaube, bald muss man sagen, in den Malediven, ne? Weil mit dem steigenden Meeresspiegel. Ach, das dauert noch. Dauert noch? Ah, natürlich. Können wir noch. Na, ganz klar. Entspannt. Absolut. Okay, ich bin froh. Also möglicherweise schaffe ich es auch noch mal. Du warst auf den Malediven und hast dich dort deinen Ängsten gestellt. Bist dort mit eingetaucht, also, mit einem Walhai, ja, mit Delfinen geschwommen. Absolut, ja, ja, ja. Und gegrillten Lachs gegessen? Nein, ich esse keinen Fisch. Du trägst nur Lachsfarben. Ich trage Lachsfarben. Nein, die Geschichte ist ganz toll. Und ich habe mir gedacht, weil eben das Thema von vielen Zuschauern ist einfach auch manchmal Ängste, über sich hinauswachsen. Klar. Und wir brauchen manchmal diesen Mutausbruch, ja. Und ich hatte ja in der Vergangenheit nicht unbedingt die besten Sterne. Ich habe ein Weilchen pausiert. Es war einfach so ein bisschen was los, ne? Und dann habe ich astrologisch geschaut und schuld ist eigentlich die Andrea Buchholz. Weil die hat gesagt, du kannst deinen Geburtstag am 10. Februar nicht in Deutschland bleiben. Oh. Da hast du ja die Katastrophe an Sternen im Solarhoroskop. Okay. Und dann haben wir geguckt und dann kam Sri Lanka raus. Ich sagte, ich will aber nicht nach Sri Lanka. Ich war schon mal, ich wollte da nicht hin. Ich weiß nicht, warum. Ja, und dann... Ich finde ja, es gibt schlimmere Ziele, aber bitte. Ja, aber ich wollte dann lieber auf die Malediven. Dann habe ich geschaut. Hätte sie jetzt Bielefeld gesagt. Ja. Nein, das kannst du berechnen, hin und her klicken. Aber es hat einfach nicht das in meinem Solarhoroskop gemacht, was ich wollte. Ja. Wollen wir es mal so sagen? Ja. Also habe ich geschaut, 2 Wochen Sri Lanka, wenigstens eine Woche dann Malediven. Okay, verbindet man das eine mit dem anderen. Und dann bin ich auf den Malediven gelandet. Und es war so. Aber du warst toll. Vorher in Sri Lanka. Ja, musste ja. Geburtstag. Manipulation, genau. Und dann, weißt du was, ich liebe ja das Meer. Ich mache ja immer auch solche geführten Reisen mit meinen Klienten und wir machen Lebensfreude-Reisen. Mhm. Und da ist Yoga und da ist Spaß und das sind Lebensfreude-Seminare. Und ich war über 10 Jahre in Bali. Und als ich immer diese guten Sterne hatte, hat mir das nichts ausgemacht, dass meinem Pluto und meine Saturnlinie über Bali, Indonesien geht. Aber wenn die Sterne nicht ganz so günstig stehen, muss man einfach optimieren und schauen. Ja? So, also gesagt, getan. Ich habe ein neues Reiseziel gesucht. Ich habe es gefunden. Ich wurde göttlich geführt. Wow, und da werden schon die Bilder gezeigt. Oh ja. Und dann, es war so, die erste Herausforderung war, ich darf es auch kurz sagen, für die lieben Zuschauer, die nicht wissen, was bei mir los war. Ich hatte ganz viele, also 4 Todesfälle zu Hause. Mhm. Die ganze ältere Generation ist auf einmal gegangen, inklusive dem Hund. Und so habe ich gemerkt, ich mag eigentlich gar nicht mehr so gerne weg. Ich habe mehr zu Hause bleiben wollen, Familie, alles. Also war schon die erste Herausforderung, wieder wegzufahren, weiter weg in Urlaub zu fahren. Mhm. Und das Bild gerade eben mit der Schildkröte, ja. Das ist auch etwas. Das war mein Geburtstag, der 10. Februar. Und ich bin bestimmt kein so ein Mensch, der so ein Tier einfach nimmt und in seiner Ruhe stört. Aber der Führer, der wollte unbedingt, los, nimm die. Und ich dachte mir, Karin, du hast Geburtstag. Die Schildkröte ist ein Krafttier. Ich habe einen Glückshaken, wo ich das habe reinschnitzen lassen, die Schildkröte. Mhm. Jetzt nimmst du einfach das Tier. Und sie hat natürlich gezappelt, aber es kam als Symbol zu mir. Und es war wirklich so, der Geburtstag ist immer ein magischer Tag. Den sollte man traumhaft verbringen. Und natürlich am besten auch an dem Ort, wo die Sterne gut stehen für einen. Ja? Und die Schildkröte war für mich das Symbol für Gesundheit, Lebensfreude, Stabilität und wieder wissen, welche Richtung. Mhm. Und ich habe mich mit dem Krafttier verbunden. Ich nahm es als Geschenk an. Ja, und dann bin ich auf den Malediven gelandet. Und es war so fantastisch. Meine größte Angst war schon immer, kennst du das? Man liebt das Meer, man schwimmt da drin. Aber was ist, wenn dir mal was Böses begegnet da drin? Gibt es da was Böses? Nein!
Ja, der ist ja nicht böse. Weißt du was? Es ist halt ein Raubtier. Ich bin in Hawaii auf Maui geschwommen an einer Stelle, an der später jemand, eine deutsche Frau, ein junges Mädchen, ihren Arm abgebissen bekommen hat. Und ich dachte mir, ich bin da geplanscht, war da drin. Ich habe mir einfach schon ein bisschen Gedanken gemacht. Aber es war schon etwas, wo ich sage, ich muss mir mal dieser Angst stellen. Und ich dachte mir, auch in Indonesien, wenn es da hieß, Haie, es gibt ja kleine, also Haie, die einfach harmlos sind. Haie, wenn jemand gerufen hat, Haie, die einen sind raus wie die Feuerwehr, da gehörte ich dazu. Und die anderen sind rein und Fotos gemacht und mit Haien geschwommen. Und es war so ein tolles Erlebnis. Ich bin so über mich hinausgewachsen und ich kann das wirklich nur empfehlen. Ich habe gebetet, ich habe Huna gemacht, ich habe Kontakt aufgenommen, habe gesagt, ich bin Gast, ich tue euch nichts, tut mir auch nichts, ich will hier nur schwimmen. Ja, denn das muss man ja sagen, du begibst dich in das Revier eines Raubtiers. Ja, das ist ja eben auch, also der Hai ist ein Raubtier. Gut, hier, das ist, glaube ich, ein Walhai. Nein, das ist Nein? wirklich ein Hai. Das also, ist ein, oh ja. Oh, oh ja. ja, oh und ja. der war größer wie ich. Oh also, ja. man sieht mich da, ich habe immer so ein blaues Schwimmshirt an, also was UV-Strahlen auch abwehrt, obwohl ich ein dunkler Typ bin. Da oben, da, siehst du die Karte? Ja. Blau, hier ja. oben. Ja, ja, ja. Genau. Es ist eher Treiben als Schwimmen. Naja, du ja. darfst ja nicht die Überbewegungen nicht so, viel, genau. so hektisch dahin machen, ja. sonst sind die einfach auch wieder weg. Mhm. Auf jeden Fall wollen wir sie nicht reizen, aber ich kann nur sagen, Malediven war immer ein Traum. Ich habe mich selber begrenzt und habe gedacht, das kann ich mir nie leisten, weil man sieht ja immer nur die Anzeigen, die Ressorts und Tausenden von Euros und da bin ich nicht bereit, dass ich die einfach für 2 Wochen Spaß so also ausgebe. Ich habe mich selber begrenzt, ich bin über meine Grenzen hinausgewachsen, ich habe meine Ängste überwunden und was passiert dann, wenn man diese Mutprobe macht, wenn man diesen Mutausbruch bekommt? Sag es mir nicht. Das ist ein schöner Cliffhanger für unseren zweiten Talk. Genau. Ja, okay. Ich komme gleich wieder und dann werden wir erfahren, was es denn bringt, was passiert, wenn man sich seiner Angst stellt und die dann auch überwindet. Ja. Liebe Karin, jetzt geht es zu unserem neuen Astro-TV-Gesicht, zu Anja Dittmann. Ich freue mich Hallo. Sehr. Liebe Anja, so, man muss nicht unbedingt auf die Philippinen, um sich, oder auf die Malediven, um sich seinen Ängsten zu stellen. Mhm. Die Philippinen, glaube ich, wegen Philipp. Ja, obwohl du nie auf den Philippinen warst, aber das liegt bei deinem Namen irgendwie nah. Ja. Kommt warst du mal auf den Philippinen? Tatsächlich noch nicht, aber ist für nächstes Jahr geplant. Kommt noch. Siehst du? Und du sagst auch, kommt noch? Ja. Du bist ja schließlich Lebensberaterin. Richtig. Bei unserem Partner Questico. Genau. Und hast das sofort gesehen. Philipp muss auf die Philippinen. Ja. Wie arbeitest du? Hellsichtig, mit Karten? Verschiedene Methoden tatsächlich. Also die Hellsicht oder das Hellwissen ist ein Begleiter, aber eine meiner wichtigsten Methoden ist die Astrologie. Ja. Tatsächlich, die benutze ich aber auch als wie ein Kartenbild. Mhm. Ich sehe das und dann bin ich drinne und habe ein Gefühl dazu. Ja, und einfach auch die Erfahrung mittlerweile nach, ja, die Astrologie begleitet mich seit 20 Jahren tatsächlich. Aber was heißt das Sehen? Also wenn du mit der Astrologie arbeitest, also du hast schon dann auch einen Laptop und arbeitest mit den Programmen ganz normal, dass du einen Radix erstellst. Ganz genau. Und dann habe ich das Bild und die Transite vor mir. Mhm. Und dann kriege ich natürlich auch schon meine Infos. Letztendlich ist da die Anbindung an die geistige Welt ist auch bei mir da. Ich wollte gerade sagen, also nicht nur aus dem Radix bekommst du die Infos, quasi die ja, mehr oder weniger wissenschaftlichen Infos, sondern eben auch, du sagst, du bist dann auch noch angebunden und kriegst noch zusätzliche Informationen dazu. Und ich liebe es halt auch, verschiedene Welten miteinander zu verbinden. Und deswegen diese ganz klassische Methode der Astrologie plus das Hellwissen. Und ich bringe auch für heute Nacht einmal die Runen mit, das Runenorakel. Auch noch? Meine Güte, das ist ja ein volles Programm. Also wirst du auch astrologisch arbeiten heute Abend? Das besprechen wir nachher. Also ich habe viele Ideen für heute Nacht. Aber ich bin ja morgen Nacht auch noch mal da. Auch noch mal. Also jeweils von 1 bis 3, heute Nacht und morgen Nacht. Auch von 1 bis 3. Also das wird auf jeden Fall, es wären 2 spannende Sendungen, wenn du sagst, du hast viele Ideen mitgebracht. Ja. Also es wird auf jeden Fall, es werden jeweils 2 sehr abwechslungsreiche Stunden. Definitiv. Da können wir fest von ausgehen. Wie bist du denn zur Lebensberatung gekommen? Wie bist du zur Astrologie gekommen? Mhm. Und wann hast du gemerkt, Mensch, da ist irgendwas anderes, hellsichtig. Also häufig passiert sowas ja in der Kindheit oder man nimmt es in der Kindheit gleich mit. Richtig. Und dann wird es aber auch wieder gedeckelt. Und genau so war es auch. Also ich habe meinen Weg eigentlich früh in die Spiritualität gefunden. Ich bin mit 14, 15
habe ich die erste Begegnung auch ja, mit der Magie, mit dem Okkultismus, ganz klassisch, was man so ja. als Jugendliche auch mal Diese Seancen am Tisch und dann mit Tisch wackeln und Nachrichten auf dem... Nein, also auch da kam das Kartenlegen schon dazu. Das Runenorakel hat mich schon immer sehr stark angesprochen, einfach weil ich auch immer was gesucht habe, was so hier zu unseren Wurzeln passt. Na, und dann habe ich das, germanisch. Genau. Ja, und auch die Astrologie ist mir früh begegnet über damals die Anfänge von Questico, Noé, Astro. Und da habe ich dann auch mein erstes Fernstudium bei Winfried Noé gemacht und habe das dann tatsächlich weggeschoben. Mhm. Also ich bin ja eigentlich Heilpraktikerin für Psychotherapie und Vollheilpraktikerin und habe auch da in der Praxis fast 10 Jahre lang mit der psychologischen Astrologie unterstützend gearbeitet. Ja. Aber ich habe mich nie getraut, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Weil es immer so war, man muss ja seriös sein und nicht, dass die Leute denken. Ich hatte da Angst, mich zu zeigen. Und das mit einem Löwe-Aszendenten, nicht unfair, den muss ich also, zeigen. Kam das so aus dem Familienumfeld oder Freunde, Verwandte, Bekannte? Ach naja, ich komme aus Mecklenburg. Ne? Ja. Mecklenburg, vielleicht weißt du, es ist alles 100 Jahre später. Die Mecklenburger brauchen ein bisschen länger. Aber auch da gab es ja immer und gibt es ja auch wahrscheinlich immer noch eben diese, so in den Dörfern, die sogenannten Heiler, also die dann eben auch bei Tieren, sag mal, die Hände auflegen oder wo dann auch, sag mal, klar, immer so hinter vorgehaltener Hand, wo man dann eben hingeht, wenn man dann irgendwie mal was hat, wo man dann doch nicht zum Arzt gehen möchte und dann geht man zu dem. Mhm. Obwohl das ja alles, das stimmt ja alles gar nicht, ist ja alles spooky, aber trotzdem geht man hin. Aber man geht trotzdem hin, genau. Ich habe mich halt nicht getraut. Ja. Und dann kam auch bei mir der Moment über eine Reise ins Ausland. Ich war in Nepal gewesen, letztes Jahr, also ne, Philippinen, Malediven, Sri Lanka, wunderschönes Reiseziel, das zieht mich auch dahin. Und ich war in Nepal und habe da auch noch eine ungebrochene Schamanentradition kennenlernen dürfen. Und das hat in mir ganz, ganz viel berührt und wachgerüttelt. Das heißt, warst du dort auch in einem Kloster oder bist du da, sag mal, ganz normal den Menschen begegnet und da bist du einem Schamanen quasi über den Weg gelaufen? Oder wie nicht ist das? Ganz, es war schon geplant. Ich wollte den Schamanen begegnen und ich habe gute Freunde, gute Wegbegleiter hier in Berlin tatsächlich auch. Ja. Und die haben Kontakte nach Nepal. Und ich wollte das unbedingt mal erleben. Eine der wenigen ungebrochenen Traditionen des Schamanismus. Und da wollte ich hin und die wollte ich sehen, bevor sie vielleicht auch irgendwann nicht mehr da sind. Genau. Und wir waren eigentlich gar nicht groß in Klöstern unterwegs. Wir sind wirklich in die Berge, in die Dörfer, in die Bergdörfer gegangen und haben in Höhlen geschlafen, in Tempeln geschlafen. Also so 3 Wochen Natur pur. Also mein Handy war... Also ehrlich? Empfang gibt es da nicht, ne? Nein. Nee. Gott sei Dank. Ich habe mich so wohl gefühlt und so frei gefühlt. Und das hat aber auch diese Leute zu sehen, wie natürlich einfach der Schamanismus oder auch die Religion dort gelebt wird und wie frei die sind dadurch und wie echt das ist und wie viel Herz dabei ist, hat das in mir einfach nochmal so dieses Thema wachgerufen. Das ist doch in dir auch. Du hast ja gesagt, also wer weiß, wie lange es das eben dort noch gibt. Mhm. Hast du das dort vor Ort aber mitbekommen? Also wird das immer noch an die jüngere Generation weitergegeben oder interessiert sich die jüngere Generation nicht dafür? Und die verlassen eben eher auch die Bergdörfer, weil sie irgendwo anders eine Arbeit suchen? Es wird schon noch weitergegeben, aber es verändert sich. Gerade jetzt das große Erdbeben in Nepal hat viel verändert, hat die Landschaft verändert, hat die Menschen verändert. Es gehen viele weg. Aber auch, es ist halt ein Thema, dass eben ganz stark westliche Einflüsse seitdem dort auch zu finden sind. Und das verändert halt das Leben und auch die Tradition. Was du dort genau vor Ort erlebt hast, wie für dich diese Schamanismus-Ausbildung oder die Begegnung mit dem Schamanismus war, das werden wir gleich noch von dir erfahren. Freue ich mich sehr drauf. Und dann auch, wie diese schamanische Arbeit in deine Arbeit einfließt. Mhm. Das würde mich auch noch interessieren. Ja. Jetzt haben wir für Sie, liebe Zuschauer, erst einmal etwas von Thorsten Gabriel und diesmal nicht in der Verlosung. Finanzielle Fülle, spirituelle Hellsicht, Liebesglück. All dies und noch viel mehr ermöglicht Ihnen unser Neuzeitschamane Thorsten Gabriel. Er empfängt für Sie aus der göttlichen Liebe Ihre Botschaften und lässt diese erlöste Form in all seine 5D-Produkte einfließen. Alles wird von ihm höchstpersönlich für Sie individuell energetisiert, damit Sie endlich erleben, wovon andere nur träumen.
Noch während lecker hier gegessen wird. Nochmal der Hinweis auf unsere Verlosung, weil wir den Thorsten ja gerade gesehen haben. Nochmal der Hinweis auf die wunderbare schamanische Reise. Schlaf gut. Regie fragt mich gerade, was isst du da schon wieder? Obst natürlich. Habt ihr hier den Obstteller ins Studio gebracht. Also die schamanische Reise von Thorsten Gabriel. Schlaf gut, erreiche alles mit Leichtigkeit. Die können Sie gewinnen, wenn Sie uns diese Frage hier beantworten. Wir verlosen heute eine CD von A. Thorsten Gabriel oder B. Katja Epstein. Ich denke, Sie wissen es. Rufen Sie an unter der 0137 9881404 und aus Österreich und der Schweiz unter der 0901050190. 18 Jahre alt müssen Sie sein, wenn Sie bei uns teilnehmen möchten. 50 Cent kostet der Anruf aus dem Festnetz, aus dem Mobilfunknetz. Das wissen Sie, kann es immer etwas teurer sein. Bis 15 Uhr sind die Leitungen für Sie geschaltet. Und die Teilnahmebedingungen finden Sie wie immer auf astrotv.de. Wir wollen ja auch nicht so viel Zeit verschwenden, denn Philipp, wir haben noch viel zu besprechen. Ich möchte ja wissen, was macht der Copywriter tatsächlich so ganz genau und welche Tipps kannst du uns denn mitgeben, wenn wir jetzt uns den Copywriter erstmal noch nicht leisten können, wobei wir noch darüber reden können, ob man sich den Copywriter nicht doch leisten kann, ob man sich nicht nur vorstellt, dass er viel zu teuer ist. Das ist eine gute Frage. Ja. Das waren jetzt viele Fragen. Ja, das waren viele Fragen. Ja, ist mir egal, fang mit irgendwas an. Ich glaube, so der Tipp, den jeder sich erstmal auf die Fahne schreiben kann, ist der folgende, dass man mehr mit Produktvorteilen arbeiten sollte, als mit den Produktfeatures, wie man so schön sagt. Ja. Und ich merke das auf der einen Seite, haben das oft IT-Unternehmen und lustigerweise oft Personenmarken wie, was wir gerade schon hatten, Schamanen und Leute, die in der Spiritualität arbeiten, dass die zwar sehr genau sagen, was sie machen, dass die aber oftmals nicht genau auf den Punkt bringen können, was es demjenigen bringt, der dann das Produkt oder die Dienstleistung sich holt. Und sich da einfach mal so empathisch in das Gegenüber reinzuversetzen und sich zu fragen, so, was möchte der Mensch eigentlich hören? Das ist, glaube ich, so der erste und wahrscheinlich auch zeitgleich einer der wichtigsten Tipps, die ich so mitgeben kann direkt. Also das heißt eben, statt der vermeintlichen Zielgruppe zu erzählen, so, das ist alles drin, eher erzählen, was bringt es dir? Genau, richtig. Ja, weil wir können natürlich so einen 2-Wochen-Ablauf, wenn wir jetzt so eine 2-Wochen-Ausbildung von mir aus machen, dann kann man schön erzählen, was da so alles drin ist, aber dann weiß ich noch nicht zwangsläufig, was mir das bringen kann. Also das müsste ich dann erstmal aus diesen sogenannten Features, müsste ich das rauslesen. Richtig. Und so machst du es halt, bereitest du es gut auf und sagst direkt so, das und das bringt es dir. Also es bringt dir mehr Leichtigkeit im Leben oder mehr Liebe oder mehr Klarheit, oder Selbstbewusstsein, dein Weg zu finden. Genau. Oder einen besseren Schlaf. Oder einen besseren Schlaf. Eben sowas. Da hat es jemand genau richtig gemacht. Siehst du, das hat Thorsten genau richtig gemacht. Schlaf gut, erreiche alles mit Leichtigkeit. Das ist so eine klassische Botschaft, da hast du einen Vorteil. Definitiv. Da musst du jetzt nicht ein Feature erklären, also da sieht man dann eher hier hinten, sieht man dann, ist so ein bisschen erklärt, was da so drin ist. Einleitung, schamanischer Schutzkreis, Schlaf gut mit Leichtigkeit, guter Start in jeden Morgen und so weiter und so weiter. Also so muss man es machen. Ja, definitiv. Schlaf gut, eine klare Aussage. Weiß man, was derjenige will. Es gibt immer so ein ganz klassisches Beispiel aus der Werbung, dass du keine Bohrmaschine verkaufst und keine Bohrer, sondern du verkaufst Löcher, die derjenige, der in der Wand hat. Und das ist, glaube ich, wenn man sich das so als Metapher im Hinterkopf behält, dann, denke ich, hat man ein ganz gutes Gefühl dafür, was man dann kommunizieren muss. Ja, hast du gut gesagt. Dankeschön. Ja, so prägt sich das gut ein. Und wenn ich jetzt aber selber, wir sehen hier gerade auch deine Homepage, weil eine Homepage hast du natürlich, das ist ja schön, das kann man ja alles online eben auch schön pflegen. Dafür muss man nicht in einem Büro sitzen, sondern dein Büro, wobei, Büro ist für dich überall, ne? Strand. Also, oder? Das ist genau das Ding, also man hat so immer, es gibt ja oftmals diese digitalen Nomaden, die man öfter mal so auf Facebook sieht. Und Instagram mit tollen Fotos. Richtig. Immer, ne? Ja. Und ich hatte diese Idee, ich mache das jetzt auch und ich habe damit angefangen in Martinique in der Karibik und habe mich wirklich in eine Hängematte an den Strand gelegt mit meinem Computer und habe gemerkt, das ist alles eine Riesenlüge. Ja. Das funktioniert gar nicht, weil das ist viel zu warm und das ist auch ganz unbequem und ich habe dann gesagt, nee, das ist alles, das ist Quatsch, war ganz enttäuscht, bin dann nach Hause gegangen, habe da weitergemacht. Und dementsprechend, es ist auch beim digitalen Nomadentum sehr viel Schein oft mal. Ja. Aber auch sehr viel sein. Man muss trotzdem ein bisschen kritisch sein mit der ganzen Geschichte. Ich nehme immer auch noch so ein Früchtlein hier. Ja, aber ist das möglicherweise eben so eine Charakterfrage? Also gibt es Menschen, die
über diesen Schein hinaus eben an genau solchen Ecken an einem Strand gut arbeiten können. Die das gut ausblenden, die sagen, das ist jetzt warm und eigentlich ist das Urlaub, sondern sagen, ist mir egal, die Umgebung ist toll, ich nehme das einfach auf als Energie und ich kann hier aber trotzdem, ich kann hier wirklich fokussiert arbeiten. Ich glaube, letzten Endes geht es da um die Frage nach dem Warum. Ja. So, entweder bin ich am Strand, weil ich da gerade bin, und ich hatte das auch schon, dass ich dann ein wichtiges Projekt hatte und dann habe ich tatsächlich sogar schon am Strand gearbeitet. Ja. Ich glaube, das, was wir oftmals in der Öffentlichkeit wahrnehmen und sehen, ist dann sowas sehr Inszeniertes, wo dann jemand unbedingt mit seinem Handy da sich in Szene setzen möchte. Und da, denke ich, ist es in den meisten Fällen wirklich reine Inszenierung. Aber de facto geht es natürlich tatsächlich auch. Für mich hat es nicht wirklich funktioniert und ich bin dann tatsächlich doch lieber im Kühlen, wenn ich arbeite. Und wenn ich dann quasi fertig bin, dann lege ich mich einfach mit meinem Handtuch an den Strand und habe meine Ruhe. Ja, aber das kann eben genau überall sein. Ne? Also du musst jetzt nicht unbedingt in Deutschland sitzen und dann in den Urlaub fahren, sondern du kannst an quasi Urlaubsorten kannst du trotzdem arbeiten. Also du findest dann für dich eben einen Ort, ein Café, oder buchst du dann irgendwie Büroräume oder wie machst gar du nicht, das da? Nee. Also meistens arbeite ich in Cafés tatsächlich. Ja. Oder in dem Airbnb-Apartment, in dem ich gerade untergebracht bin. De facto ist es jetzt auch nicht so, dass ich jetzt wirklich die meiste Zeit über Urlaub habe und am Strand hänge, sondern ich arbeite im Zweifel wesentlich mehr, glaube ich, als die meisten Festangestellten. Ja. Aber auch, weil ich es gerne tue und verbringe einfach die Restzeit, die ich dann habe, mit maximaler Freiheit letzten Endes. Aber wie viel Restzeit hast du denn, wenn du sagst, du arbeitest viel mehr als Festangestellte? Mhm. Wie viel Stunden arbeitest du am Tag? Was ist so dein klassischer Tag? Also ich sage immer, seitdem ich mir aussuchen kann, wann ich arbeite, habe ich nicht mehr frei. Ja. Und es ist nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit am Schreiben bin, aber letzten Endes sehe ich alles, was ich mache, ein Stück weit als Arbeit. Mhm. Also ich genieße es wahnsinnig, hier zu sein. Ein Stück weit zähle ich das aber gerade jetzt, diese Aufnahmen hier, das ist ja auch eine gewisse Art Arbeit für mich. Klar. Und insofern, ich trenne das nicht mehr. Mhm. Dementsprechend, wenn ich nicht gerade schlafe, und sogar schlafen zählt auch zur Arbeit, dann würde ich sagen, es sind einfach 24 Stunden am Tag. Du arbeitest die ganze Zeit. Aber das Ding ist natürlich für dich, es ist eben was anderes als jetzt so eine reine handwerkliche Tätigkeit. Ganz genau, ne? Wo du wirklich, da arbeitest du mit deinen Händen an einem Projekt, also von mir aus, du ziehst eine Mauer hoch oder was auch immer. In deinem Fall ist es halt, es ist ja viel geistige Arbeit. Nur. Und es schaltet halt gar nicht ab. Ne? Also du kannst halt die ganze Zeit, oder auch im Traum kannst du dann auch Sachen verarbeiten. Mhm. Und dann fällt dir, geht dir das so, dass du manchmal aufwachst oder so im Aufwachprozess in diesen ja fast schon so Klarträumen, wenn dir diese Träume so bewusst sind, dass du dann Ideen entwickelst in diesem Traum, okay, in die und die Richtung könnte das in dem Projekt gehen? Oder? Duschen. Ja. Immer beim Duschen. Ja. Das ist wirklich. Also ich versuche dann, gerade wenn ich so ein kniffliges Projekt habe, denke ich natürlich sehr viel drüber nach. Faktisch kommen mir die Ideen fast immer unter der Dusche. Ja. Und dementsprechend, also ja, auch Duschen ist Arbeiten. Ja, also deswegen, wenn Philipp mal irgendwo stundenlang duschen sollte, hat das einen guten Grund. Hast du gerade wahnsinnig viele Ideen. Aber du nimmst jetzt nicht so einen wasserfesten Laptop oder sowas mit in die Dusche und schreibst dann noch nicht. Also das wäre auch eine Überlegung. Aber aktuell arbeite ich noch mit wasserempfindlichen Aber eine Möglichkeit wäre, ich meine, die Handys, die sind ja mehr oder weniger wasserdicht, zumindest so Spritzwasser, dann könnte man mit dem Handy zumindest so die Ideen erst. Aber ich habe da immer Angst. Also ich habe jetzt auch gehört, dass die iPhones, dass die neuen, dass die Spritzwasser oder sogar wasserdicht werden. Ja, aber ich würde sie trotzdem nicht nehmen, oder? Nee. Ich sorge auch immer dafür, dass richtig, genau. Also bei Regen gerade noch so, aber nee, ansonsten auch nicht. Lieber Philipp, wir werden gleich noch ein bisschen weitersprechen, was denn beispielsweise ein Copywriter so kostet, wenn man nicht buchen würde. Mhm. Und haben jetzt erstmal etwas von Gabriele Iasetta für Sie. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 07 10014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energien. Bei mir ist Karin Gröber und Karin wollte gerne sitzen bleiben und ich dachte, setze ich mich auch hin. Sieht man mich da? Oh, sieht man mich da gerade so hinter der Palme. Ja.
Genau, also wir können ja aufstehen. Ja, Karin hat mich gerade gefragt, was fragst du mich denn? Habe ich gesagt, das frage ich mich auch. Also wir stellen uns gegenseitig einfach wahnsinnig viele Fragen. Ja, und möglicherweise gibt es noch Antworten. Es gibt möglicherweise immer Antworten. Ist eine Frage aber auch direkt schon die Antwort. Möglicherweise. Das ist jetzt sehr, aber egal. Egal, ganz egal. Du wolltest ja erzählen, was passiert, wenn man über seine Angst oder durch seine Angst hindurchgeht und was dann aufploppt. Also was ist passiert, als du dort im Wasser mehr oder weniger getrieben bist an der Oberfläche und diese Haie da unter dir gesehen hast? Ich wollte vor allem auch sagen, dass es uns Beratern, die wir Menschen helfen, manchmal auch nicht anders geht wie anderen Menschen draußen. Dass wir genauso menschlich sind, dass wir auch manchmal stolpern, dass wir nicht immer die strahlende Persönlichkeit sind, dass wir auch mal Rückzug brauchen und unsere Themen haben. Und es ist einfach so, dass ich wirklich auch gesundheitlich wackelig nach Sri Lanka geflogen bin. Das Ayurveda hat mir sehr gut getan. Mhm. Und das erste Krafttier war eben, bin ja kurz davor geflogen, diese Schildkröte. Ja. Das zweite Krafttier war der Elefant. Du wirst es nicht glauben, aber auch wenn man nett ist und freundlich, aber wenn es einem nicht so gut geht, schwingt man niedrig. Mhm. Und was machen manche andere Menschen? Die schießen da gerade nur rein. Ich kann jetzt nicht über meine Familie beklagen, gar nicht, aber ich musste mich teilweise doch sehr wundern. Mhm. Sehr wundern. Also kam der Elefant, sagte mir, Karin, hab doch wieder dein dickes Fell. Lass doch die Dinge an dir abprallen. Nimm dir doch nicht alles zu Herzen. Das sage ich jetzt immer zu meinen Zuschauern, genauso zu meinen Kunden, Klienten. Und mit der Unterwasserwelt, also Sri Lanka hat tolle Strände, zum Schnorcheln ist es aber nicht so schön und interessant und zum Tauchen muss man ziemlich weit rausfahren. Mhm. Auf den Malediven hast du alles vor dir dran. Und ich habe dann gemerkt, boah, also erstens mal alle hatten Angst, dass ich krank werde, dass irgendwas passiert, weil ich wirklich nichts mehr vertragen habe und ja, dann öfters Probleme hatte und Ausfälle. Aber was war? Mein Mann war in ärztlicher Behandlung, weil er so Fieber bekommen hat, dass wir Angst bekommen haben. Ja. Ja, aber ich habe hier, also bin immer an den Tagen dann natürlich zwischen Hotelzimmer und Strand und draußen und dann ging es ihm aber wieder besser und ich kann nur sagen, erstens, wir begrenzen uns alle selber. Ich habe mich begrenzt und gesagt, boah, das wäre zwar toll, aber das kann ich mir wahrscheinlich nicht leisten oder will mir das auch nicht leisten. Stimmt überhaupt nicht. Wachs über dich hinaus, plan das Unmögliche, tu, was du tun willst. Dann mit Haien schwimmen. Also ich konnte den Kick nicht verstehen, den manche brauchen. Warum müssen die im Wasser, im Meer mit den Haien schwimmen? Mhm. Und dann habe ich selber getan. Also es hat mich schon unheimlich beruhigt, dass der Mann, der eben das Schiff, dass der vorher die Haie gefüttert hat, ein bisschen, aber der hat die noch extra angelockt. Mhm. Boah, und dann sind wir da alle rein. Das war toll. Und jetzt sage ich noch was. Ich brauche manchmal meine Zeit. Und als wir mit dem Walhai, das war etwa so ein 6-Meter-Tier, er frisst nur Plankton, hat mich sehr beruhigt. Und weißt du was? Alle sind runter vom Schiff, wumm, rein, jetzt gibt's den Walhai irgendwo. Die sehen das, das sind einfach die haben da das Gespür. Guck nur hier, das ist gerade so drin. Mhm. Und ich, bis ich meine Haare hintergebunden habe, alle Locken gebändigt habe, meine Taucherbrille auch. Man will ja schön aussehen für den Walhai. Nein, nicht schön, Walhai, sondern die tun alle, die stören ja dann. Und dann habe ich gebraucht, ich war fast die Letzte, bin vom Boot, bis ich dann geschwommen bin, dann bin ich geschnorchelt, auf einmal sehe ich diesen Walhai auf mich alleine zukommen. Ich schnell wie eine Schildkröte den Kopf hoch, geschaut, keiner in meiner Nähe, oh Gott, jetzt schwimmt das riesige Tier auf mich zu. Dann habe ich mich selber beruhigt, Karin, alles gut. Er frisst nur Plankton, keine Karins. Er ist edel. Und dann bin ich da geschwommen, dann habe ich ihn unter mir durchschwimmen lassen, habe mich umgedreht und bin mit diesem edlen Tier ewig alleine geschnorchelt, weil alle weg waren und dorthin, wo sie meine Zeit gebraucht, bin rein. So schön. Und ich muss sagen, ich habe wirklich viel durch. Aber dieses Wasser, diese Farben, die Berührung mit der Tierwelt, ob das die Elefanten war, die Schildkröten, Schmetterlinge, die quasi vor dir einen Freudentanz machen, die dir symbolisieren. Und so kommen auch zu ihnen, liebe Zuschauer, zu dir, zu uns, zu allen, eben diese Krafttiere, Kraftsymbole, die uns zeigen, nimm doch mal die Energie des Schmetterlings. Du musst nicht extra auf die Malediven fliegen oder mit Haien schwimmen oder mit Delfinen. Nimm doch mal die Leichtigkeit. Nimm die Symbole, die täglich zu dir kommen, die uns zeigen, hey, du wirst geliebt, das Leben ist schön. Und Tiere, Natur, Begegnung mit der Natur,
das hat in mir so viel geöffnet. Ich hatte eine Herzöffnung nach der anderen. Dann muss man dazu sagen, da gibt es Inselchen, da gibt es ja kein Auto, kein Motorengeräusch, kein Moped, kein, nicht mal Fahrräder. Du kannst nur drum laufen und es ist nie langweilig. Es ist eine unglaublich faszinierende, wunderschöne Landschaft und Natur. Und die Berührung mit den Tieren und den Farben war so toll, dass ich gesagt habe, da mache ich Seminare. Das ist das Richtige. Also da geht es demnächst hin. Also auch wenn du sagst, man muss nicht unbedingt immer weit weg. Also auch hier in Deutschland haben wir tolle Natur, wir haben eine tolle Tierwelt. Was begegnet dir, ja. Es geht einfach nur darum, auch mal wieder rauszugehen und tatsächlich sich mit der Natur zu verbinden. Und bewusst zu sein. Genau. Meditation, ich bin auch nicht der Meditationsmensch, der jetzt hinsitzt und eine Stunde nichts sagen kann. Schon mal, aber kommt nicht so oft vor. Ich habe dich so noch nicht erlebt. Ich entspanne mich. Ja, hier muss ich ja immer. Jens, das musst du ja aussehen. Nein, aber es ist einfach in der Zeit oder was wir auch in dieser schnelllebigen Zeit tut, entschleunigen gut. Und wir dürfen achtsam und bewusst durchs Leben gehen und die Energie von Mutter Natur und die Begegnung, was uns alles begegnet, als Segnungen annehmen. Ich werde jetzt achtsam und bewusst zu Anja rübergehen, weil die Regie mir schon wieder im Ohr liegt. Wie dass immer. Der nächste Programmpunkt anliegt. Das machen wir am liebsten. liebe Karin, ganz lieben Dank, dass du bei uns gewesen bist. Du bist gleich noch im Programm. Ja, eine Stunde. Eine Stunde, also direkt nach uns. Direkt danach. Also das heißt, du verlässt jetzt gleich das Studio, um dich schon vorzubereiten. Genau, ganz lieben so Dank, Karin, für deinen Besuch. Danke, und viel dass Freude. Ich hier sein durfte. Dann natürlich gleich bei AstroLife. Genau. Danke dir. Sehr gerne. Bis um 15 Uhr. Jo. Zack, und rüber zu Anja Dittmann. Und von Anja wollen wir ja ganz flott auch wissen, was ist denn bei dieser schamanischen Ausbildung so passiert? Also was war so für dich ja, der Augenöffner oder was ist bei dir passiert? Was hat sich nochmal verändert? Du hast ja gesagt, du bist davor auch schon lange spirituell gewesen und hast deine Spiritualität schon gelebt. Was hat sich durch diese schamanische Ausbildung und die Begegnung nochmal verändert? Ein Verantwortungsgefühl ist hochgekommen. Ein Verantwortungsgefühl dafür, dass hier unser altes Heilwissen, nicht das aus dem Himalaya, nicht das von den Indianern oder so, sondern unser altes Heilwissen. Ja. Wir haben so viele wunderbare Dinge hier auch in unserer Region, die einfach auch wieder erwachen dürfen und die Menschen auch wieder erfahren dürfen. Und das sehe ich somit als meine Aufgabe an, das wieder näher zu bringen. Können wir schon, wenn du diese Verbindung auch bringst, kann man schon sagen, weil es ja auch über die Weltreligionen wird es auch gesagt, im Prinzip haben sie alle die gleiche Quelle und postulieren letzten Endes auch Ähnliches. Ist das beim Schamanismus auch so, dass du die Parallelen siehst, hier eben zum alten germanischen Schamanismus und eben von mir aus dem nepalesischen? Definitiv. Gerade so diese drei Welten, die ich in Nepal auch wieder gefunden habe, oder diese Dreiteilung, obere, mittlere und untere Welt, das haben wir ja hier auch. Ja. Und das haben wir in allen Religionen, das haben wir in allen indigenen Kulturen. Also da ist mir auch nochmal klar geworden, es gibt diese eine Quelle und es ist Zeit, sich wieder zu zeigen. Und da ist in mir dann auch die Entscheidung gefestigt worden, nicht nur, ich bin ja noch ganz normal in einem sozialpädagogischen Job unterwegs, den ich sehr schätze und der mir sehr viel gibt auch, aber da war klar, ich gehöre wieder ein Stück weit in diese andere Welt. Und da habe ich dann den Weg zu Questico gefunden, eben gerade weil ich die Astrologie von Herzen gerne mache. Ja, und dann war der Weg nicht weit hierher. Ja, also ich möchte mich zeigen und ein Stück von meinem Licht auch gerne weitergeben. Dann werden wir heute Abend oder heute Nacht von 1 bis 3 einiges mit dir erleben. Dann eben auch die Einflüsse des Schamanismus, eben dem Germanischen. Aber wie du sagst, im Prinzip ist das alles miteinander verbunden. Ja. Und da werden mit Sicherheit auch ein paar Elemente des Nepalesischen mit reinkommen. Was war für dich bei dieser Reise so, du hast schon gesagt, Verantwortung kommt hoch, aber was war so das beeindruckendste Erlebnis? Oh, die Nacht in der Höhle. Ja. Wir haben einzeln in Höhlen geschlafen und ich hatte schon in der Nachtmeditation da sitzen. Und welche Höhe ungefähr, auf welcher Höhe habt ihr euch da befunden? Da waren wir ein bisschen über 2000 Meter. Das war auf dem Shivapuri, das ist ein heiliger Berg auch. Und da waren wir, das sind so verschiedene Höhlen, also eigentlich nur kleine Felsvorsprünge. Und ich habe in der Meditation schon immer Schlangen gesehen. Und ich habe eine Heidenangst vor Schlangen und Spinnen, also das ist nicht meins. Bin eingeschlafen irgendwann und bin aufgewacht mit einem Herzrasen und habe gemerkt, wie sich auf meinem Schlafsack
was zusammengekringelt hat. Und habe nur so geguckt und habe gedacht, nee, was ist das? Okay, das war's, ist vorbei. Aber ich bin mit einmal richtig ruhig geworden. Mhm. Bin wieder eingeschlafen und dieses Tier, ich konnte nur erahnen, dass es eine Schlange war, blieb die ganze Nacht liegen und im Morgengrauen habe ich gemerkt, wie sie weg ist. Mhm. Und die, meine Nachbarn aus der anderen Höhle, aus der Nachbarhöhle, haben mir tatsächlich auch am nächsten Morgen bestätigt, dass eine Schlange an ihrer Höhle von meiner Höhle vorbeigekrochen kam. Der Danasching, der Schamane, hatte auch gesagt, ja, die Schlange hat deinen Schlaf beschützt. Mhm. Und sie ist auch, also sie wird sehr, sehr, sehr geachtet, die Schlange in Nepal. Sie beschützt, also die Schlangen beschützen das Erdreich, sie halten das Erdreich auch, mhm. auch zusammen. Und seitdem ist so dieses Thema Angst vor Schlangen auch weg. Ja, hat sich das tatsächlich erledigt. Ja. Weil jetzt mit der Schlange du etwas anderes verknüpfst. Ja, das ist ganz eine andere Verbindung jetzt. Genau, ganz viel Weisheit auch. Also der Gott Vishnu wird ja auch in diesem Nest aus Schlangen, aus diesem Schlangenmeer dargestellt, die auch seinen Schlaf tatsächlich behüten. Ja. Ne? Also für mich ist da nochmal das Positive. Behütet von Schlangen, dein Schlaf ist auf jeden Fall. Hast du festgestellt, dass du danach jetzt auch nochmal besser schläfst, dass die Schlafqualität eine andere ist? Anders, ich brauche Luft. Ja. Ich kann seitdem nicht mehr bei geschlossenem Fenster schlafen und nach 3 Wochen fühlte man sich echt wieder eingeengt hier. Ja. Aber ich habe hier eine ganz neue Freiheit dadurch auch entdeckt. Aber es ist schon verrückt, ne? Wenn man sowas draußen eben erlebt, wieder wirklich diese Verbundenheit mit der Natur, dann wieder eingepfercht in diese Räumlichkeiten zu sein. Da können wir mit Philipp ja auch gleich drüber sprechen, der ja auch viel unterwegs ist. Was dürfen wir heute Abend erwarten? Du hast schon gesagt, es wird ja noch, ihr werdet noch ein bisschen diskutieren, aber was hast du dir grob vorgenommen? Was passiert mit den Zuschauern? Ja, also ich würde sehr gerne mit den Runen heute Abend anfangen. Ja. Na, und da, ich bin immer auch ein Freund davon, den positiven Aspekt, nicht so nur auf das Negative oder auf die Blockaden zu gucken, sondern wirklich eine Kraftrune vielleicht. Ne? Welche Rune begleitet uns jetzt? Solche Dinge mal auch schauen. Gerne auch ein klassisches Orakel, aber das bespreche ich nachher einmal in aller Ruhe. Ich habe mir vorhin noch schnell eine Liste gemacht, weil ich so viele Ideen im Kopf habe. Und mal gucken, was da nachher zusammenkommt. Also das ist tatsächlich noch so ein bisschen offen. Also, aber ich lasse mich auch überraschen. Ja, lassen wir uns alle überraschen, was von 1 bis 3 heute Nacht mit Anja Dittmann so alles los ist. Auf jeden Fall geht es, glaube ich, großartig in die Ressourcenarbeit. Also jeder wird da seine Kraft, Energie, Ressource von dir bekommen. Ganz, ganz lieben Dank, dass du die Zeit gehabt hast, diesen Sendungen dich hier noch uns und unseren Fragen zu stellen. Mhm. Und toi, 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 viel Freude. Und eine schöne Sendung heute und auch morgen Nacht natürlich. Ja, danke. Jetzt nochmal der Hinweis auf unsere Verlosung, liebe Zuschauer. Die schamanische Reise von Thorsten Gabriel. Schlafgut, erreiche alles mit Leichtigkeit. Können Sie gewinnen, wenn Sie uns folgende Frage beantworten. Wie lautet denn die Frage? Ich habe schon wieder vergessen. Wir verlosen heute eine CD? Nein, es war von A. Thorsten Gabriel oder B. Katja Epstein. Ich weiß, Sie wissen es. Rufen Sie an unter der 01379881404 und aus Österreich und der Schweiz unter der 09010501901. 18 Jahre alt müssen Sie sein, wenn Sie bei uns teilnehmen möchten. 50 Cent kostet der Anruf aus dem Festnetz, aus dem Mobilfunknetz. Das Risiko kann es aber teurer sein. Bis 15 Uhr für Sie geschaltet teilnehmen, finden Sie mich immer auf astrotv.de. Viel Erfolg, toi, toi, toi. Das heißt, bis 15 Uhr, es sind noch gute 10 Minuten, liebe Zuschauer. Philipp Vollmer, der Mann, der möglicherweise nächstes Jahr auf den Philippinen sein Büro errichtet. Büro nicht unbedingt, aber der höchstwahrscheinlich dort sein wird. Bald. Ja, wie suchst du dir diese Reiseziele aus? Kommen die so durch Zufall zu dir oder drehst du immer so einen Globus und dann pickst du irgendwo drauf? Oder wie funktioniert das? Nee, also ich bin der totale Gefühlsmensch immer. Ja. Und meistens, ich sehe irgendwas und denke mir, ach geil, da gehe ich hin. Da können wir hin, Oder jemand lädt mich ein. Also die letzten, zum Beispiel jetzt Portugal und Barcelona, das waren beides Einladungen von Leuten, die meinen, ja, komm doch dahin mit. Und ich so, ja klar, warum nicht? Ja. Und so findet eigentlich auch die Wahl dann statt letzten Endes. Wenn du nicht eingeladen wirst, also wenn du so klassisch, da begegnet dir was, ach Mensch, Philippinen, siehst du durch Zufall so einen Beitrag oder sowas, irgendwie bei YouTube oder wo auch immer, oder bei Instagram, und dann... Philippinen wäre geil. Wie geht's dann weiter? Dann buche ich einen Flug. Dann buchst du einen Flug und dann Airbnb klassisch, oder? Entweder das oder ja, oder Hotel oder Hostel oder Couchsurfing. Je nachdem, also auch da wieder, was sich gerade so ergibt und was sich irgendwie gut anfühlt.
Und ja. Und die Dauer steht dann aber auch noch nicht fest, wie lange du da bleibst, oder das weißt du dann schon immer? Gibt es auch gleich schon den Rückflug? Manchmal weiß ich das. Also in den meisten Ländern ist es ja so, du musst in gewisser Weise einen Rückflug nachweisen, um überhaupt reinzukommen. Ja. Wenn das jetzt aber nicht notwendig ist, also zum Beispiel Portugal und Faro, alles innerhalb der EU, ist ja relativ flexibel. Genau. Da der einzige Grund, wieso ich nicht in Barcelona bin, bist du. Juhu! Von dem her, ja. Aber es hat sich gelohnt. Ja, das will ich doch meinen. Also ich meine, was ist Barcelona gegen das Leichter Leben Studio? Das absolut. Ist doch schon mal eine Sensation, absolut. Hier zu sein, oder? Ja, ja, und es gibt frisches Obst. Ja. Ich lasse es die Hände von. Ich habe schon ein bisschen übertrieben und ich glaube, es wird langsam ein bisschen viel. Einiges vorweggehauen. Wenn du dann, sag mal, auf den Philippinen bist und dort dann arbeitest, Nimmst du dieses Land dann überhaupt so richtig wahr? Weil du hast ja schon gesagt, so wirklich abschalten ist dann ja nicht. Du arbeitest letzten Endes irgendwie 24 Stunden rund um die Uhr. Was bekommst du von so einem Land dann eigentlich mit? Machst du sowas wie Sightseeing? Bist du intensiv in Kontakt mit Einheimischen? Was passiert dann da so für dich? Nee, natürlich. Also letzten Endes, der Grund, wieso ich reise, ist jetzt nicht, dass ich ständig unterwegs sein möchte, sondern ich frag mich einfach, was tut mir gut, was will ich jetzt wirklich aus tiefstem Herzen und meistens ist es, ich möchte irgendwie ein fernes Land erkunden und ich lege dann da schon viel Wert drauf, dass ich schon mit Einheimischen in Kontakt trete und dass ich durch diese Einheimischen auch mit Dingen in Berührung innerhalb des Landes komme, die jetzt nicht so klassisch Mainstream touristisch sind. Und dementsprechend ziehe ich halt auch sehr viel Energie und Inspiration aus diesen Reisen raus, das mir dann wieder in meiner Arbeit hilft. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Also wie beeinflusst dann eben so eine Reise und die Kultur, mit der du dich auseinandersetzt, die Erlebnisse, die du dort hast, deine Arbeit? Also fließt das tatsächlich so in diese Ideen dann irgendwie mit ein? Also dass du dann plötzlich irgendwie so philippinische Elemente in welcher Form auch immer dann in die Arbeit mit einpflegst? Letztlich ist es natürlich wesentlich abstrakter. Ja. Grundsätzlich ist es aber genau so. Also was für mich immer ganz eindrucksvoll ist, ist dieser Einblick in ein Leben, das andere Menschen haben, das so fern ist von meinem eigenen, dass ich mir das gar nicht vorstellen kann. Und dann kommt bei mir so ein Moment, wo ich denke so, ach, ja stimmt, so könnte man es auch sehen. So kann man es auch sehen. Ne? Also es ist tatsächlich ein Perspektivwechsel, den du dann einnimmst über eben auch eine völlig andere Kultur. Also es ist ja schon, wenn man sich ganz normal auch in seinem Kulturkreis, in seinem Freundeskreis mit Menschen unterhält, findet ja auch schon manchmal ein Perspektivwechsel statt, kann man dann auch schon mal sehen, ach, siehst du, so sieht der das, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Mhm. Aber mit einer anderen Kultur ist es ja noch mal spannender. Ja. Aber ist das so, dass sich dann, sag mal, eine philippinische Kultur oder wie die das Leben sehen oder ein bestimmtes Thema, dass sich das so übertragen lässt ins Copywriting, dass du sagst, ja, das kann man auch für unseren Kulturkreis so adaptieren? Oder ist das, ist das zu fern, diese Sichtweisen, dass die gar nicht funktionieren hier? Was ganz spannend ist, also so gerade Länder wie die Philippinen oder Thailand, die sind gerade in so einem Stadium, in dem Deutschland beispielsweise so vor 15, 20 Jahren war. Ja. Also ich merke das immer an Marken, die haben zum Beispiel überall ganz groß Adidas und Prada, das ist so ganz groß draufgedruckt, dass jeder diesen Reichtum sieht. Mhm. Wir sind da drüber hinweg, so, wir müssen das gar nicht mehr zur Schau stellen. Ja. Und das ist sowas, wo ich sage, so, okay, alles klar, da kann man das wirtschaftlich und marketingtechnisch greifen. Letztlich ist es aber vielmehr diese Offenheit, die ich gewinne, weil letztlich die Arbeit, die ich tue, ist ja viel Empathie und viel Gefühl. So, ich schaue mir den Markt an, ich schaue mir den Mensch an und wie kann das Produkt auf dem Markt funktionieren. Ja. Und jedes Mal, wenn ich mich in einen neuen Kulturkreis begebe, muss ich zwangsläufig offen sein, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und ich glaube, das ist tatsächlich so diese Kernkompetenz, die ich dann daraus ziehe. Jetzt, wenn man einen Copywriter wie dich bucht, also man stellt ja immer vor, meine Güte, da muss man jetzt erstmal Tausende von Euro bezahlen, der erarbeitet da ein Konzept und was weiß ich. Was muss man für einen Copywriter bezahlen? Ganz unterschiedlich. Also ich habe das große Glück, es gibt im deutschsprachigen Raum, glaube ich, noch neben mir 5 Leute oder so, die das machen. Wow, dementsprechend, es gibt wahnsinnig wenig Menschen, die das machen, warum auch immer. Ja. Dementsprechend, ich weiß es nicht, was die anderen nehmen. Ich habe jetzt keine hundertprozentig fixen Preise. Also bei mir ist es so, ich rufe die Leute an, lerne die kennen und schaue dann mal so, was brauchen die. Ja. Und das ist natürlich ganz unterschiedlich. Mama setzt nämlich 2 Stunden mit denen hin, dann sind das dann ein paar hundert Euro. Ja. Wenn man dann über Monate ein großes Ding ausarbeitet, dann ist es natürlich wesentlich teurer. Was aber jetzt gerade aufgrund dessen in Arbeit ist bei mir, ich schreibe gerade an einem Buch ein und mache so ein paar Videokurse, dass eigentlich jeder das auch selber von zu Hause aus machen kann.
Und dementsprechend ist das, glaube ich, dann für ganz viele Menschen ganz interessant. Wir sehen hier gerade dein Facebook. Ah, das ist meine private Seite. Ach, gucke, haben wir eine private gefunden. Aber man dürfte sich mit dir auch privat... Oh, guck mal. Hast du uns gepostet hier? Ja, natürlich, da bist du doch direkt. Ja, gucke mal. Also ist ja kein Geheimnis, dass du bei uns bist. Ne? Und hier das auf der linken Seite ist dann direkt Philipp Vollmer Copywriter. Das wäre dann quasi die Business-Seite. Ja. Ha, da haben wir es. Guck mal, gehen wir da drauf. Wahnsinn. Genau. Oh ja. Und ja, letzten Endes ist es tatsächlich so, die meisten Leute treten da so direkt in Kontakt mit mir, schreiben mich dann da an und dann schaut man mal, was man füreinander tun kann. Ja, also ist tatsächlich, also es wird auch immer mehr gesagt, also viele haben gar keine Homepage mehr, sondern da funktioniert diese ganze Kontaktaufnahme, das ganze Business funktioniert so über die Social Media Kanäle. Mhm. Ist das für dich auch so, dass die meisten Leute über Social Media Kontakt zu dir aufnehmen oder ist die Homepage für dich schon auch noch essentiell und wichtig? Braucht man eine Homepage? Klar, also ich bin fest davon überzeugt, dass man nach wie vor eine Homepage braucht. Ja. Es geht viel über das Kommunikationsmedium Social Media. Trotzdem, Leute, die jetzt keine Homepage haben, die sind oft so ein bisschen, die schweben so in der Luft. So, das ist für viele Menschen nicht so greifbar. Also ich glaube schon, dass das nach wie vor für jede Branche ganz wichtig ist, eine Homepage zu haben. Weil man auch immer sagt, über Social Media verkaufen eigentlich eher nicht. Social Media ist eben, wie du auch sagst, eher Kommunikation und verkauft dann eher über eine Homepage. Ja. So würdest du es im Prinzip machen. Ja, also ich sowieso nur am Telefon, weil ich finde, das, mir ist der persönliche Kontakt zu den Leuten immer ganz wichtig. Und gerade eben, wenn man jetzt so Coaches, Trainer, Schamanen, Berater und so weiter, wenn man die irgendwie an den Markt bringen möchte, man muss die Leute ja kennenlernen. Ja. Wenn man das einfach aus der Luft in der Theorie alles aufsetzt, das funktioniert leider nicht. Also das ist für dich schon wichtig, wirklich der persönliche Kontakt, das miteinander sprechen, um zu sehen, okay, so kann man den in Szene setzen. Total. Ja. Und ich finde es auch immer wahnsinnig spannend, weil mit den Leuten, wenn man da mit denen spricht, oder wenn ich mit denen spreche, ich sehe dann oftmals was in denen, was die oftmals selber gar nicht wahrgenommen haben zuvor, wo man dann so wieder einen Perspektivwechsel gewinnt und sagt so, hey, wie wär's, wenn du das mal von der Seite aufrollst und das komplett anders probierst? Und da ist es dann wahnsinnig spannend, immer zu sehen, wie es so wirklich klick, klick, klick in den Köpfen der Leute macht. Und das ist großartig. Also. Ja, und ich glaube ja auch ganz spannend, so in dem Gespräch, wenn man dann so erzählt, eben über seine Produkte und die Produktfeatures, dass du möglicherweise auch viel eher den Produktvorteil siehst, von dem du dann, von dem du ja vorhin gesprochen hast, den man selber vielleicht gar nicht sieht, weil man für einen ist das irgendwie ganz normal, das sind die und die Features und du siehst, aber das hat den und den Vorteil, das bringt, würde mir das und das bringen. Ja. Wann dürfen wir mit deinem Buch und deinem Online-Kurs rechnen? Jetzt nagelt hast du dir, ist das so? Also hast du dir einen festen Termin gesetzt oder eigentlich so, nö, ich guck mal so? Es ist mehr ein, ich guck mal so. Ich glaube trotzdem, dass jetzt live eine ganz gute Möglichkeit wäre, einen Termin festzusetzen. Ja. Was haben wir heute für ein Datum? Heute ist der 19.07., glaube ich, ne? Dann machen wir den 19.09. Wow, in zwei Monaten. Ja, da kommt das Buch raus. Also, schreib du das mal auf hier auf dein Konzept, 19.09. Mhm. Am 19.09. kommt das Buch und der Kurs? Der Kurs wird erst in zwei Monaten aufgenommen, das kann ich noch nicht genau sagen. Okay, also am 19.11., also zwei Monate danach? Oder ist das zu weit auseinander? Da möchte ich mich noch nicht festnageln lassen. Ich würde einfach mal sagen, dass wenn irgendjemand zuschaut und das für den interessant ist, dann folgt ihm am besten auf Facebook und dann wird derjenige erfahren. Sensationell, das ist großartig. Also auf jeden Fall am 19.09. können wir uns auf dein Buch freuen. Definitiv. Sehen Sie es für Anja, komm ruhig noch mal zu uns. Wir haben den Spruch des Tages noch für Sie, liebe Zuschauer. Möchtest du dich oder? Wenn etwas leicht zu lesen ist, dann war es schwer zu schreiben. Oh, also wir hoffen ja, dass das Philipp dein Buch leicht zu lesen ist und dass es aber für dich auch ganz leicht zu schreiben ist, oder? Relativ. Ja, also dir fällt es natürlich leichter als Copywriter zu schreiben, aber möglicherweise so ein Buch. Ne? Es fällt mir meistens leichter, über andere Leute zu schreiben, als über mich selber. Ja. Ich glaube, das ist so ein Klassiker auch. Also sind wir sehr gespannt, was bei rauskommt. Freuen uns auch sehr auf die Sendung heute Abend mit dir um 1 Uhr bis 3 Uhr Anja Dittmann. Und ganz lieben Dank, dass Sie uns die Woche über begleitet haben und freuen uns dann, Sie auch am Montag wieder begrüßen zu dürfen mit meiner lieben Kollegin Andrea dann wieder am Start. Lassen Sie sich's gut gehen, ein buntes Wochenende. Bis demnächst. Tschüss und auf Wiedersehen. Dankeschön. Ganz lieben Dank. Kann ich mir endlich mal